Der Smart Pressure ist sein Unternehmen von Porsche und Schuler zur Herstellung von Karosserieteilen, welches als eigenständiges Unternehmen agiert. Besonders spannend ist, dass wir eigentlich heute schon die Fabrik von morgen bauen, mit vielen Innovationen, die es so noch nicht gibt. Wir sind mit dem Kunden SPS live und arbeiten komplett aus der Public Cloud. Daher ist es einfach etwas Neues, was vorher noch keiner gemacht hat, dass man eben wirklich von A bis Z komplett digitalisiert ist mit der digitalen Fabrik, digitalen Prozessen. Dass wir wirklich vom Anfangsprodukt, vom Wareneingang bis hin zum Fertigprodukt des Warenausgangs über jegliche Produktions- und Lagerschritte immer wissen, wo ist unser Produkt und welchen Status hat dieses Produkt. Und was hat es bis dahin gekostet? Bei dem Kunden Smart Press Shop war es wirklich so, dass wir bei Null angefangen haben. Das heißt, parallel zu dem Neubau der Fabrik haben wir eben ein SAP-System aus dem Nichts mit dem Kunden gemeinsam erstellt und haben dann da eben auch auf Best Practices gesetzt. Wir haben uns für die Syntax entschieden, aufgrund der erfahrenen Mitarbeiter, der Größe von Syntax und eben auch der Branchenkenntnis von Syntax im Bereich Automobilindustrie. Syntax hatte einen maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass wir uns für SAP entschieden haben. Ohne Syntax wäre vermutlich das ERP von SAP nicht in Frage gekommen. Die Digital Manufacturing Cloud von SAP hätten wir uns ohne Syntax gar nicht angeschaut. Das erste Thema, was wir beim Kunden, ich sag mal, implementiert haben, war die S/4HANA Cloud Essentials, also die Cloud-Version der SAP im ERP-Umfeld und die SAP Digital Manufacturing Cloud for Execution. Das wiederum das eines der ersten Projektimplementierungen weltweit war. Das Mindset beim Kunden war ganz klar die Ausrichtung auf Cloud, die Ausrichtung auf innovative und neue moderne Prozesse. Das Thema Cloud war eine Konsequenz aus den Forderungen, die wir hatten. Papierlose Prozesse, alles miteinander vernetzt und alle Daten überall verfügbar. Den großen Vorteil von ERP und MES aus einer Hand sehe ich darin, dass die Mitarbeiter von der Usability in einem System arbeiten. Sie merken es gar nicht, wenn sie das System verlassen und ins andere System entsprechend wechseln, denn es sieht genauso aus. Und auch was das ganze Thema Schnittstellen angeht, man hat viel weniger Aufwand in der Implementierung und auch später im Betrieb, insbesondere bei den vielen Software-Updates. Also wir glauben daran, dass wir von den regelmäßigen Updates profitieren und somit immer die aktuellste Softwarelösung bei uns im Einsatz haben. Alle Systeme, das heißt die S/4HANA Cloud und die DMC, sind in der Public Cloud gehostet, in dem Fall in der AWS. Und wir unterstützen dann eben nicht nur im Projekt, sondern wir unterstützen auch dann den Smart Press Shop im weiteren Betrieb. Und das Interessante ist, dass der Smart Press Shop sich nicht nur für eine Software entschieden hat, sondern eben mit uns gemeinsam das Produkt auch zum einen weiterentwickelt, zum anderen aber auch neue Funktionen implementiert. Wir haben hier zum Beispiel über die Schulerpressen eine automatisierte, kamerabasierte Werkzeugüberwachung. Wir werden auch hier am Ende der Pressenlinie werden wir ein Visual Inspection umsetzen, um Fehler von einem Produkt automatisiert zu erkennen, um den Fehler zu beheben oder im schlechtesten Fall das Teil zu verschrotten. So eine smarte Fabrik ist immer eine Teamleistung, die auch nicht ohne gute Partner funktioniert. Allein dieses Mindset zu haben von einer modernen IT-Architektur in der Cloud als ein Service war wirklich schwierig auch zu finden und macht Syntax hier in dem Fall auch besonders einzigartig.